بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir haben über den wichtigsten Vorfahren des Propheten عليه الصلاة والسلام gesprochen, nämlich den Propheten Ibrahim عليه السلام und dann der Prophet Ismail عليه السلام. Ibrahim hat Ismail und seine Mutter Hajar in Mekka zurückgelassen, kam in verschiedenen Abständen immer wieder zu ihnen, hat verschiedene Dinge mit ihnen gemacht. Zum Beispiel hat er mit Ismail die Kaaba errichtet. Und Ismail wurde dort ansässig. Und als ganz am Anfang die Mutter Hajar durch die Hilfe vom Engel Jibril a.s. den Brunnen Semsem aufgegraben hat, wurde von einem Stamm aus dem Jemen namens Jurhum, der durch die Wüste gezogen ist, diese Wasserstelle gesehen, beziehungsweise haben sie Vögel am Himmel gesehen, weil Wasser zieht in der Wüste Leben an. Und dann haben sie sich, dann sind sie zu dieser Stelle gegangen, haben Hajar dort gefunden und haben sich am Ende dort angesiedelt. Sie haben sich dort angesiedelt und Ibrahim a.s. hat eine Frau von Jurhum geheiratet, eine Araberin, und hat Arabisch gelernt, hat die Sprache von Jurhum gelernt. Heute wollen wir intensiver auf die Geschichte der Araber eingehen, vor dem Propheten a.s., um bestimmte Dinge, die später mit dem direkten Leben des Propheten zu tun haben, Friede und Segen mit ihm, intensiver und besser und tiefgründiger zu verstehen. Jurhum, der Stamm Jurhum, blieb lange Zeit die Führung, die politische Führung in diesem Gebiet, in Mekka. Und Ismail und seine Nachfahren haben immer die religiöse Führung gehabt. Und Jurhum wurde eines Tages von einem Stamm namens Khuza'a vertrieben. Und dieser Stamm al-Khuza'a hatte einen Führer gehabt, der hieß Amr ibn Luhay al-Khuza'i. Dieser Amr ibn Luhay al-Khuza'i ist derjenige, der den Götzendienst dort eingeführt hat. Darauf wollen wir intensiv in einer anderen Sitzung eingehen. Heute wollen wir über den Stammbaum des Propheten sprechen und einige Hintergrundinformationen, die nachher sehr wichtig für uns sind, um bestimmte Dinge tiefgründiger zu verstehen. Die Araber im Allgemeinen unterscheiden sich in zwei große Gruppen. Al-Arab ul-Ba'ida, das sind die antiken Araber, beziehungsweise die Araber, die sozusagen ausgestorben sind. Damit ist Ad und Thamud und andere Stämme gemeint. Ad und Thamud, die auch im Koran erwähnt werden. Und dann noch die Arabul Baqiya, die Arab, die geblieben sind. Die Arab, die geblieben sind, sind wieder zwei Arten von Arabern. Einmal Al-Arabul Ariba, das ist sozusagen die puren Araber. Zu wem gehören die? Wer gehört dazu? Diese Jurhum-Leute, die aus dem Jemen gekommen sind. Und die nennt man auch Qahtaniyun, weil ihr Stamm zurückgeht auf Yashjub ibn Ya'rub ibn Qahtan. Auf diese Person geht dieser Stamm zurück und man sagt, dass Qahtan eigentlich diese Person Qahtan ein Überbleibsel ist von den Arabul Ba'ida. Die Arabul Ba'ida, haben wir eben gesagt, die eigentlich die Araber, die ausgestorben sind. Aber sicher ist, dass sein Stammbaum wieder zurückgeht zu Nuh a.s., um genau zu sein, zu Sam, dem Sohn von Nuh. Und von Sam kommen übrigens die Semiten, zu denen auch die Juden gehören. Ja. So, von diesen Arabul, Ariba oder Qahtaniyun, wir merken uns besser den Namen Qahtaniyun, ja, zu diesen Arabern gehört Jurhum, der Stamm Jurhum aus Jemen. Und Ismail hat eine Frau von Jurhum geheiratet und diese Araber, die von Ismail kommen, die nennt man Al-Arab al-Mustariba. Und diese Form, Istaf'ala, ja, Istaraba, das heißt immer etwas fordern, etwas erreichen. Zum Beispiel sagt man,
Astansihuka, das heißt, ich fordere von dir, ich will von dir eine Nasiha haben. Talabun Nasiha. Und das sind sozusagen diejenigen, die Araber geworden sind, dadurch, dass sie die Sprache gelernt haben und dadurch, dass sie dort eingeheiratet haben. Die werden im Allgemeinen, wenn diese Art von Araber, das heißt die Nachfahren von Ismail, werden im Allgemeinen heute Adnaniyun genannt. Das heißt, wir haben einmal die Adnaniyun, Al-Arab al-Mustariba, und wir haben die Kahtaniyun, Al-Arab al-Ariba. Das heißt, die einen sind sozusagen diejenigen, die mit Ismail verbunden sind, die anderen, ja, also die von Ismail abstammen, die anderen sind diejenigen, die ursprünglich aus Südarabien gekommen sind. So. Man wird jetzt fragen, Abu Hamza, was erzählt uns hier mit Kahtaniyun, Adnaniyun und das Ganze? Ich erzähle euch das, weil das nachher sehr wichtig ist, um bestimmte Konflikte auf der arabischen Halbinsel genau zu verstehen. Denn man wird nachher sehen, dass es sogar unter den Stämmen, die eng miteinander verbunden sind, umso weiter sie voneinander entfernt sind, umso größer ist in den meisten Fällen die Feindschaft zwischen ihnen. Man sieht das sogar unter den Quraysh, zum Beispiel zwischen Benu Makhzum und Benu Hashim, das heißt der Stamm von Hashim und der Stamm von Makhzum, dass es große Konflikte gibt und unter Wurzeln, die noch weiter entfernt sind, denn der Stamm der Adnaniyun hat zwei Hauptwurzeln, Mudar und Rabia, ja, da ist noch mehr zu erwarten, dass es Konflikte gibt unter diesen Stämmen. Und hier ist das Beeindruckende, dass, obwohl das so ist, wie ich gerade gesagt habe, dass umso weiter die Stämme voneinander entfernt sind, umso schwieriger ist es üblicherweise, die zum Islam zu gewinnen, und umso größer war im Allgemeinen die Feindschaft, dass gerade diejenigen, die dem Propheten a.s.w. geholfen haben und deswegen Ansar heißen, Qahtaniyun sind. Die Ansar in Mekka, die zwei großen Stämme, Aus und Khazraj, sind Qahtaniyun. Und das ist wieder so eine Gesetzmäßigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, die man meistens sieht, dass die Hilfe kommt, von wo man nicht damit rechnen kann. Ist eigentlich nicht damit zu rechnen, dass ausgerechnet die Hilfe aus Medina kommt von den Qahtaniyun, auch wenn der Prophet a.s.w. bestimmte Verwandtschaftsbande auch mit ihnen hatte. Aber okay, um darauf zurückzukommen. Der Stammbaum des Propheten, wir haben das gerade kurz erklärt, wir haben die Adnaniyun, die Qahtaniyun, und das sollte man, als Leute, die sich weiterbilden sollen, sollte man sich diese Begriffe merken. Ja? Adnaniyun, wie gesagt, die auf Ismail zurückgehen, und wir werden gleich über Adnan werden wir reden, der in diesem Stammbaum drin ist, und die werden auch Al-Arab al-Musta'riba genannt und Al-Arabul Ariba. Das sind die Qahtaniyun, die aus Südarabien kommen, sozusagen die puren Araber. In dem Sinne. So. Der Stammbaum des Propheten hat prinzipiell, den kann man in drei Teile aufteilen. Einmal der Stammbaum vom Propheten a.s.w. bis zu Adnan. Hier hat man authentische Hinweise bis zu Adnan. Er ist Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadar ibn Kinana ibn Khuzayma ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'd ibn Adnan. Das ist der Stammbaum des Propheten. Und es ist gut, wenn man das lernt. Ja, es ist gut, wenn man das lernt. Das ist unser Prophet, wenn man diesen Stammbaum zumindest bis Adnan, das sind insgesamt 21 Personen, wenn man das auswendig lernt. Ja. Adnan ist ein direkter Nachfahre vom Propheten Ismail a.s. So, jetzt kommen wir zum Stammbaum. Das heißt, hier, das ist fest. Es steht sogar in Bukhari. Dieser Stammbaum ist fest. Und worauf deutet das hin? Das deutet darauf hin, dass die Araber dieser Sache viel Wert zugemessen haben.
Heutzutage, die meisten hier in Deutschland wissen noch nicht mal, wie ihr Uropa hieß. Oder geschweige denn der Ur-Ur-Ur-Opa oder was auch immer. Aber das war damals eine gewaltige Sache, weil die Leute unheimlich stolz auf ihre Nachkommenschaft waren. Beziehungsweise auf ihre Vorfahren waren. Jetzt haben wir den Stammbaum von Adnan bis zu Ismail. Hier gibt es verschiedene Überlieferungen, wie viel das sein könnte. Und man hat eigentlich keine Quelle dafür. Keine authentische Quelle. Und man sieht oft in der Moschee, sieht man diesen Stammbaum bis zu Adam. Und dieser Stammbaum, der ist nicht authentisch. Das kann ich euch schon mal direkt von vornherein sagen. Dieser Stammbaum ist nicht authentisch. Und ich werde das gleich noch etwas genauer erklären. Das heißt, die Quellen von Adnan bis zu Ismail a.s. sind unsicher. Manche sagen, das waren 7 Personen dazwischen. Manche sagen, das waren 8 dazwischen. Manche sagen, das waren 40 Leute dazwischen. Das heißt, es ist nicht wichtig für uns, das unbedingt zu wissen. Und dann gibt es den Stammbaum von Ismail bis Adam. Und woher entnehmen wir das? Woher wird das entnommen? Woher wird der Stammbaum von Ismail bis Adam, woher wird das entnommen? Von Ismail bis Adam. Wird aus der Bibel genommen. Und wenn ihr euch dann den Stammbaum anguckt auf diesen Blättern, die man manchmal in Moscheen findet, dann seht ihr, dass da 55 Personen sind. 55 Personen bis Adam. Wir haben gesagt, von Adnan bis zum Propheten, das sind insgesamt 21 Personen. Und Adnan hat ungefähr 30 vor Christus gelebt. Sein Sohn Maat war ungefähr zur Zeit von Isa am Leben. Der Prophet ist geboren, Jahre 570. Das heißt, 570 Jahre sind schon 21 Generationen und dann, sag mal, bis Adam 55 Generationen. Warum ist das wichtig hier zu erwähnen? Das ist wichtig zu erwähnen, weil ihr wisst, dass ich immer sehr dauerorientiert bin. Weil die Christen sagen, dass die Welt nur 6000 Jahre alt ist. Und das ist etwas, was rein wissenschaftlich absolut verkehrt ist. Alleine der Mensch, der Homo sapiens, ist mindestens, das heißt unsere menschliche Gattung, ist mindestens 30.000 Jahre alt. Warum erwähne ich das jetzt hier? Warum? Weil Leute behaupten, der Prophet a.s. habe den Koran von der Bibel abgeschrieben. Wenn er den Koran von der Bibel abgeschrieben habe, warum hat er dann nicht die Stammbäume mit abgeschrieben? Warum? In der Bibel fangen so viele Bücher mit einem Stammbaum an, im Neuen und im Alten Testament. Wenn der Prophet doch angeblich ein Lügner gewesen sei, der die Leute beeindrucken will, dann würde er auch den Stil imitieren und würde diese Sachen abschreiben. Warum hat er die Fehler in der Bibel nicht abgeschrieben? So, weil ich habe eben gesagt, in manchen Moscheen steht das, weil sie das von der Bibel einfach genommen haben, aber die haben das nicht aus einer islamischen Quelle genommen, das heißt nicht aus Koran oder Sunna. Sondern es spricht sogar vieles dagegen, weil der Prophet, da gibt es einen Hadith in Tabarani, dass eine Person ja, gesagt hat, dass er seinen Stammbaum bis Nuh aufzählen kann. Und da meinte der Prophet, diejenigen, die den Stammbaum aufzählen, in Bezug auf diese Person, lügen. Dann wird beispielsweise im Koran nur gesagt, Korunen, ja, viele Generationen dazwischen, das heißt der Koran, nennt keine bestimmte Anzahl von Generationen. Das Einzige, was genannt wird, ist, denn jetzt im dritten Teil von Ismail bis Adam wird also gesagt, dass von Nuh bis Adam, das geht auf einen authentischen Hadith zurück, 10 Generationen waren. Aber zur damaligen Zeit kann eine Generation auch 1000 Jahre sein. Das muss man dazu sagen. Deswegen, das ist sehr wichtig für die Dauer, auch wenn man mit Atheisten redet. Weil viele Atheisten denken, wir Muslime würden genauso denken wie die fundamentalistischen Christen
und wie die orthodoxen Juden. Denn bei orthodoxen Juden und fundamentalistischen Christen ist die Welt nur 6000 Jahre alt und das widerspricht allen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ja? Und wenn jetzt jemand sagt, warum, ja, der Prophet habe die Bibel abgeschrieben, weil es bestimmte Gemeinsamkeiten gibt, dann sagen wir, wenn er abgeschrieben hat, warum hat er die Fehler nicht abgeschrieben und warum hat er den Stil nicht imitiert? Warum hat der Prophet, Friede und Segen mit ihm, den Stil der Bibel nicht imitiert? Warum hat er keine Stammbäume aufgeschrieben? Okay? So, das nur dazu. Das heißt, wir haben gesagt, wir haben drei Abschnitte. Erstens von Adnan bis zum Propheten, da wissen wir genau, die Person, die ich eben aufgezählt habe, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib 10 ibn Fir ibn Malik ibn Nadr ibn Kinana ibn Khuzaima, ibn Mudrika, ibn Ilyas, ibn Mudr, ibn Nizar, ibn Ma'at, ibn Adnan. Wie viele waren das? 21 Personen insgesamt. Okay? Das so dazu. Das ist das, was wir wissen. Dann der zweite Abschnitt ist von Adnan bis Ismail. Da haben wir gesagt, wissen wir nicht genau, haben wir keine genauen Quellen, wie viele Personen das waren, wie viele Jahre das waren. Und dann haben wir von Ismail bis Adam. Da haben wir nur biblische Nachweise, aber wie gesagt, die biblischen Nachweise sind bei uns nicht 100% authentisch und es spricht einiges dagegen, wie wir schon gesagt haben, und die moderne Wissenschaft spricht dagegen und der Koran bestätigt das nicht so dann. Was spricht noch dagegen, gegen das, was die Bibel sagt? Hier kommen noch einige Punkte dazu. Der Prophet hat gesagt, ich und die letzte Stunde sind gekommen wie diese hier. Hat mit den Fingern gezeigt. Das heißt, von ihm, von seinem Tod bis zum Weltuntergang ist im Vergleich der Lebenszeit der Erde sozusagen, beziehungsweise der Existenz der Erde nur so wenig. Das heißt, das zeigt, dass der Prophet verstanden hat, dass die Erde viel, viel älter ist als das. Dann noch was. Dawud. Es gibt einen Hadith, wo berichtet wird, dass Adam Dawud gesehen hat und das sei ein Prophet, der in Achiruzzaman gekommen sei. Kommen wird, in Achiruzzaman. So, und Dawud, ja, Dawud ist schon lange tot. So, wäre Dawud in Achiruzzaman, ja, der ist mindestens 700 Jahre vor Christus hat er gelebt, mindestens 700 Jahre vor Christus. Ja, wenn das Achiruzzaman ist, dann heißt das nach islamischen Quellen, dass die Erde viel älter ist und dass die Menschheit viel älter ist. Ansonsten, wenn die Erde nur 6000 Jahre alt wäre, wäre das beispielsweise Nisfuzzaman oder die Hälfte vom Zeitalter. So jetzt. Jetzt geht es darum, ich möchte einige wichtige Vorfahren des Propheten erwähnen. Natürlich über Ibrahim und über Ismail haben wir schon gesprochen. Ja, da haben wir schon drüber gesprochen. Jetzt reden wir über diesen Stammbaum. Ja. Eine wichtige Person zum Beispiel ist Mudr. Mudr. Und ich erwähne das, weil das wichtig ist, nachher zu sehen, was der Prophet im Angesicht der Araber für einen Stammbaum hatte. Mudr war eine Legende gewesen, der Erste war, der Kamele dressiert hat. Und das war für die damalige Zeit eine Erkenntnis. Das war zu sagen, jemand, als wenn man heute wüsste, diese oder jene Person war jemand, der beispielsweise das Flugzeug oder das Auto erfunden hat. Okay? Die nächste Person ist Kinana. Kinana, haben wir eben gesagt. Kinana, der Sohn von Khuzaima, der Sohn von Mudraka und so weiter. Mudrika, ja. Kinana, der galt als besonders stark und wissend und Leute sind sogar zur Pilgerfahrt gefahren, nur um Kinana zu sehen. Dann, eine ganz wichtige Person. Eine ganz wichtige Person ist Qusay. Und man sollte sich wirklich den Stammbaum mindestens bis Qusay sollte man auswendig stellen.
Mohammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay. Das sollte man auf jeden Fall auswendig lernen. Qusay war derjenige, der Khuza'a sozusagen verdrängt hat. Wir haben ihm gesagt, Jurhum hat über Generationen Mekka politisch beherrscht. Dann wurden sie von Khuza'a verdrängt. Und Qusay war in der Lage gewesen, die Quraysh zu vereinen und Khuza'a zu verdrängen. Und er hat die 6 Zeichen der Ehre unter den Quraysh vereint. Das heißt, ihr müsst das so vorstellen, dass diese Person Qusay, dieser direkte Nachfahre des Propheten, praktisch ein Held gewesen ist. Das heißt, der ganze Stammbaum des Propheten war mit Legenden der unter den Arabern versehen. Qusay war sozusagen ein Nelson Mandela, sage ich jetzt mal, unter den Quraysh, der die Quraysh nach vorne gebracht hat und der die 6 Zeichen der Ehre unter die Quraysh gebracht hat. Erstens, Dar und Nedwa, das war das Parlament. Ja? Zweitens, Al-Liwa, die Flagge, das Banner für den Krieg. Drittens, Qiyada, das war, dass man die Macht bzw. die Befehlsgewalt hat über die Kamele und Karawanen, die im Handel tätig sind. Ja? Dann Hijaba, das ist die Verantwortung für die Tür, die Kaaba, die man aufmachen kann. Sikaya, das ist das Tränken der Pilgerer. Und Rifada, das ist das Speisen der Pilgerer. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, ja, was ist denn daran so besonders? Die Pilgerer zu speisen, die Pilgerer zu tränken, was ist daran besonders? Man muss verstehen, das war für sie damals eine so große Ehre, da hätten Kriege drüber ausbrechen können. Das war so eine große Ehre, das war für sie was ganz Besonderes. Und das heißt, ich will damit sagen, der Prophet hatte Vorfahren gehabt, die unter den Arabern die besonderen Personen waren. Die Personen, die ihnen Ehre gegeben haben, Freiheitskämpfer sozusagen gewesen, wie Qusay. Dann eine andere Person, die sehr wichtig ist. Übrigens, Quraysh. Quraysh geht auf Fihr zurück. Wir haben eben gesagt, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Qusay ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b, ja, ibn Ghalib ibn Fihr. Ja? Ibn Ka'b, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fihr, haben wir eben gesagt. Fihr ist Quraysh. Ja, das ist der, von dem die Quraysh abstammt. Das heißt, der wurde auch Quraysh genannt. Sein Name ist eigentlich Fihr. Und alle 10 von den Ashara Mubashirun, die ihr sicherlich kennt, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Abu Ubaida ibn Al-Jarrah, Tal'a ibn Ubaidillah, Sa'id ibn Zayd, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Ubaida ibn Al-Jarrah hatte ich schon. Sa'id ibn Zayd habe ich auch schon. Sa'id ibn Zayd. Warte kurz mal. Also Ali, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Abu Ubaida ibn Al-Jarrah, Tal'a ibn Ubaidillah, Sa'id ibn Zayd, Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas. Ich bin total rausgekommen. Sa'd ibn Zayd, Sa'd ibn Abi Waqqas. Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf. Und Az-Zubayr ibn Al-Awwam. Genau. Az-Zubayr ibn Al-Awwam. Genau. Das sind die 10. Alle 10 gehen zum Beispiel, ihr erster Vorfahr, wo sich alle treffen, ist Fihr. So. Jetzt ist eine wichtige Person, ist Hashim. Wer ist Hashim? Was heißt Hashim? Woher kommt Hashim? Der heißt eigentlich nicht Hashim, sondern heißt eigentlich Amro. Aber der Hashim ist sein Spitzname. Und das kommt von dem Verb Hashama. Hashama ist etwas brechen, weil er bei Rifada haben wir gesagt, ist das Speisen der Pilgerer. Er hat Suppe, die sie normal den Pilgern gegeben haben, da hat er Brot rein gebrochen. Und das ist etwas, was ihm diesen Namen Hashim gegeben hat. Das war unter den Arabern eine Riesensache gewesen. Das heißt, er war sozusagen jemand, der etwas ganz Neues, Gutes eingeführt hat.
Ja, das ist Hashim. Und dann kommt noch Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ist der Opa des Propheten a.s. Er heißt eigentlich Sheiba. Ja. Hashim war auf einer Reise Richtung Scham gewesen, das was heute Syrien, Palästina, Libanon und Jordanien ist. Und er hatte eine Frau in Medina gehabt, sie ist schwanger geworden und hat ein Kind zur Welt gebracht, was weiße Haare hat oder weiße Strähnen hatte. Und deswegen wurde er Sheba genannt, weil Sheba ist sozusagen jemand, ja, man sagt zum Beispiel zu einem alten Mann, der weiße Haare hat, sagt man Sheba. Zum Beispiel, da gibt es einen Hadith, Shayabetni Hud, ja, Hud, wa, Hud und wa Achawatu, die haben mir die Haare weiß gemacht, ja, durch die Ermahnung vom Achira, vom Jenseits und so weiter. Auf jeden Fall, Sheba, beziehungsweise Hashim, hatte Vorfahren gehabt, wo? Seine Mutter kam von wo? Aus Medina. Das heißt, direkte Verbindung nach Medina schon vom Uropa. Was ist jetzt da genau passiert? Amru, also Hashim, der eigentlich Amru hieß, hatte einen Bruder, der hieß Muttalib. Und Muttalib, als er erfahren hatte, dass sein verstorbener Bruder Hashim, der eigentlich wie heißt, der eigentlich Amru heißt, einen Sohn dort hat, ist er nach Medina gegangen und hat Sheba, haben wir gesagt, wie heißt Sheba? Hieß nachher Abdul Muttalib, geholt von dort. Von der Mutter geholt zu seinem Stamm. Warum? Weil die Quraysh diese großen Persönlichkeiten gewesen sind. Und als er mit diesem Jungen gekommen ist, der Sheba hieß, da haben die Leute gedacht, das wäre ein Sklave von Al-Muttalib, dem Bruder von Amru, von Hashim. Und da haben sie ihn genannt Abdul Muttalib. Das heißt, Abdul Muttalib ist eigentlich nicht sein Name, sondern sein Name ist eigentlich Sheba, sein Spitzname Abdul Muttalib. So. Was Abdul Muttalib angeht, der Opa des Propheten, er war eine sehr charismatische Persönlichkeit, der Semsem wieder ausgegraben hat, denn der Stamm Jurhum, als sie von Khuzaa vertrieben wurden, haben sie den Brunnen bzw. die Quelle von Semsem verschüttet. Und Abdul Muttalib durch einen Traum hat den wieder aufgedeckt. Was er auch, wo, noch eine andere sehr wichtige Geschichte ist dann, mit seinem Sohn Abdullah, den er opfern sollte, es kam nachher nicht dazu aus bestimmten Gründen. Und eine dritte wichtige Geschichte ist die Geschichte mit Ashabul Fil, die eine Geschichte der Jahiliyyah-Araber ist, der Araber der vorislamischen Zeit, die im Koran erwähnt wird, wo Vögel gekommen sind und die Stadt Mekka bzw. die Kaaba vor Abraha, einem christlichen Führer aus dem Jemen, mit seinen Elefanten zu schützen. Das heißt, Abdul Muttalib, der Opa des Propheten, ist eine ganz wichtige Persönlichkeit. Was wollen wir hier festhalten? Das sind viele Informationen, viele Namen, viele Zeiten. Was wir hier festhalten müssen ist, erstens, Beweis für das Prophetentum. Wäre der Prophet ein Scharlatan gewesen, warum hat er dann nicht den Stammbaum der Bibel abgeschrieben, so wie die Orientalisten immer behauptet haben, er hätte von der Bibel abgeschrieben, der nach moderner Wissenschaft falsch ist? Denn die Erde ist älter als 6000 Jahre alt. Viel älter. Und noch etwas anderes. Der andere Vorwurf, den sie machen, ist, ja, er wollte Herrschaft erreichen. Hätte der Prophet Herrschaft erreichen wollen, bei diesem Stammbaum, den er hatte, diese ganzen Personen, die er hatte, in der damaligen arabischen Welt, hier Mudr, Kinana, Fir, Qusay, Abdul Muttalib, Hashim, all diese Persönlichkeiten, die in seinem Stammbaum waren, hätte er Macht und Geld erreichen wollen, die Tür war auf. Er hätte nur auf dem Weg der Araber weitermachen müssen. Aber was hat er gemacht? Er hat genau alles umgedreht und ist durch seine Botschaft eingegangen, dass er trotz seiner Abstammung unterdrückt wurde, verfolgt wurde, vertrieben wurde. Warum? Weil er an die Botschaft geglaubt hat, weil er nichts im Sinn hatte, was weltlich war, sondern er, der Prophet a.s.,
wollte die Wahrheit und nichts als die Wahrheit.